kämpfen und so, ne? Dürfte ich das? Ich habe ja kaum noch mehr Heiltränke, das ist doch mal übel. Es sieht so aus, als wäre ich nicht gerade so. Gut, dafür im Moment. Laufen wir einfach mal ein bisschen im Kreis, das sollte auch funktionieren. Ey, ey, ey. Nichts Magie einsetzen. Ist gegen die Spielregel. Aber gleich gibt's richtig auf Fressbrett hier. Ich gebe auf. Ist richtig so, mein Freund. Ist richtig so. Richtig so. Jawoll. Mit einer Person hätte ich ja keine Probleme, aber mit so vielen. Mit so vielen doch nicht. Lebensentdecken, nein, brauche ich nicht. Frieder, nein. Lähmung, keine Heiltränke. Ich brauche Heiltränke, verdammt. Ich brauche Heiltränke. So nützt es mir gar nichts. Okay, ein nach dem anderen. Läuft doch. Lass mich in Ruhe. Nein, verfehlt. Nein! Morgen bricht an. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Hexerei. Hast du irgendwas an Heilung? Nein, hast du natürlich nicht. War ja nicht anders zu erwarten. Loser. Du. Nichts nutzt. Nein! Lass mich. Durch die Tür, Mann, durch die Tür. Wieder verzogen, super. Das Paradies erwartet. Da hast du recht, mein Freund, da hast du recht. Hallo. Knapp. Ziemlich knapp. Ja, brauche ich nicht. Nein, Hexerei. Gott. Was macht ihr mit mir? Ja, kann man. Ach, ist eigentlich schon zu verkaufen. Das kann man gut verkaufen, wollte schon. Gut verkaufen, ja, ja. Gibt es hier irgendwas Interessantes, außer irgendwelche Zutaten oder so? Vielleicht Heiltränke. Göttlicher Kult, weiß ich nicht, ob ich das schon habe. So. Apfel. Der dreite. Oh. Das ist schon mal eine Frise alten. So. Auf ein neues. Ziemlich anstrengend hier. Hey, Dagon. Ich bestehe mal dein Altar. Hoffe, du hast nichts dagegen. Ja? Nee? Bleib. Nee? Gut. Was? Was trappelt hier? Oh, 13 Gold. Danke. Brauche ich voll. Dringend. Was ist eigentlich hier hinten? Da kann man irgendwo raus. Irgendwie. Anstatt natürlich alle zu töten, könnte man auch einfach irgendwie versuchen, mal zu fliehen, aber das ist voll unnütze, weil es nicht gut funktioniert. Ja. Lobet ihn! Der Drachenthron ist unbesetzt und das Amulett der Könige ist unser. Eure Brüder und Schwestern seien gepriesen. Prächtig soll ihre Belohnung im Paradies sein. Lobet ihn! Ach, halt mal. Ihr seid schwach.
Hoppala. Lass mich in Ruhe. Ey, Vibe, das ist. Ach Gott, ja. Ich werde hier bombardiert. Euer Motto war schon immer, warum gehen, wenn ich auch laufen kann? Jetzt zahlen sich die vielen Stunden des Rennens und Schwimmens endlich aus. Ihr seid nun Lehrling der Athletik. Euer Ausdauerverlust beim Rennen und Schwimmen beträgt nun auf 75% des Normalwerts. Darf ich jetzt töten? Ich würde gerne töten. Beziehungsweise, ich töte mich jetzt natürlich, aber egal. Aua. Hilfe. Nur die Auserwählten werden die Reinigung überstehen. Ach, Fuh. Manu, es läuft nicht so toll, wie ich dachte, wie es eigentlich laufen sollte oder sonst wie. Könnt ihr mich sehen? Wie nur? Wie? Oh Gott, bombardiert mich hier direkt wieder mit einem Scheiß. Und ich... halt's mal. Ja, jetzt kommt das wieder. Oh, zwei miteinander. Wie toll. Nein, du... lass mich. Ich fürchte den Tod. Was ist das? Ich will doch nur. Stopp. Wie viel was? Ja, bla, ist mir. Ist mir egal. Der Drachenthron ist umgesetzt. Und das Amulett der Könige ist. Außer als weiteres gesehen. Ah, ihr tötet mich nicht, denn ich bin schneller als ihr. Ich bin. Ich kann fliehen. Das ist ein Pluspunkt für mich. Wohl wahr. Ihr lasst mich in Ruhe. Wenn nicht, dann muss ich böse werden. Muss ich ganz böse werden. Aber sowas von böse. Also lasst mich einfach. Nein, falsch. Nein. Nix, lass mich, bla bla, lass mich. Falsche Richtung, puh. Falsche Richtung. Bla 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 bla. Ihr seid doch alles blöde Menschen. Wo lang geht's? Hier lang? Wo lang geht's? Leute, sagt mir doch, wo es lang geht. Hier? Ist das richtig? Bitte? Ja, ist es richtig. Für Fürst Dagon. Nichts für Fürst Dagon. Nicht. Nein, warum gibt's so viele hier? Na, so viele. So Sei viele. Dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet. Warum soll ich dafür dankbar sein? Das ist doch voll der tolle Typ. Dieser Dedragott da. Warum ihr flieht könnt ihr? Der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Genau, lauf nicht weg, Unhold. Ihr seid so viele. Fürst Dagon, ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Ich glaube, mich verfolgen schon zu viele Leute. Oder so. Geh auf! Hi. Wie geht's? Wisst ihr was? Wir sehen uns wieder, wenn ich die alle getötet habe. Tschö. Es kann was dauern. Ja. Bis gleich. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit daran, töten, weglaufen, heilen, töten, weglaufen, heilen. Das geht die ganze Zeit jetzt schon so und ich habe eine Verbesserung. Das Schwirren des Bogens und das Schabgeräusch des gefiederten Pfeils sind euch vertraut. Als frisch gebackener Schützengeselle könnt ihr euren Blick nun auf das Ziel richten, wenn ihr den Bogen mit einem aufgelegten Pfeil gespannt haltet. Okay. Das heißt so. Dann können wir mit der rechten Maustaste zielen. Das ist toll. Ja. Ne? Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich alle getötet habe. Tschö. Ich glaube, es waren jetzt alle. Ich habe jetzt noch 5 Pfeile oder so. Oh Gott, ich glaube, das waren noch nicht alle. Oh Gott. Ich habe Angst. Das hat jetzt so lange gedauert. Das ist echt unglaublich.
Erling, bla bla bla. Schnellsprecher. Im Reich der Schatten. Wert 0. Nehm ich direkt mal mit. Ist bestimmt nützlich. Ah, guck mal. Denn geht's dann also auf und wir können irgendwo hinten hinaus. Ach, wir sind wieder am Anfang. Oh. Gott. Ich bin hier raus. Weg hier. Ich hab das Mysterium Xaxis noch nicht. Oh Gott. Ist doch fu. Ist einfach fu. Ach komm. Ich hätte ja nicht so zerknacken. Okay, dann wieder hinten rum. Wir haben noch das Mysterium Xaxis da. Ein Kackbuchteil. Gut. Okay. Hier lang geht's aber, glaube ich. Ne? Und wie sind da noch irgendwelche Leute? Wo ist mein Pfeil eigentlich hin? Ich bin davon ausgerüstet. Mano! Gibt's doch nicht. Mano. Lagerraumschlüssel, ja, komm, mach auf. Wehe, es ist noch irgendjemand. Wenn hier noch jemand ist, dann gut. So, noch was Verzaubertes, was man schön verkaufen könnte. Ist echt. Ist echt nicht schön. So. Hier ist noch eine Truhe. Durchschnittlich öffnen, öffnen. Komm. Kein Bock. Streitaxt. Stumpf. Streitaxt der Kälte. Bla. Schon wieder unter Wasser laufen. Ich habe schon mehrere unter Wasser laufen. Unter Wasser laufen. Entweder Wasser oder. Dingens. Kann ich noch nehmen. Macht ja nichts. So. Okay. Wie komme ich jetzt nochmal da in den Raum? Hä? Gute Frage, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich ja von da. Hä? Schnell speichern kurz. Denn war nix. Bewegen. Bewegen. Physik. So was gibt es. Geh doch. Ich hab keinen Pfeil. Egal. Nimm mal hier lang. Und dann hier. Ist dies der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ja. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Ah. Nein. Aber dann. Da unten geht's so lang. Hier. Ja. Ja. So. Hallo. Raum, den ich suche, wo bist du? Oh, hallo, hallo. Nein, ich bin. Das war ein Zauberbuch im Übrigen. Jetzt bin ich hier irgendwo. Das ist doch scheiße. Wohin geht's hier? Hier geht's doch hoffentlich. Schrein von Dagon. Ah. Den Raum habe ich gesucht. Ist irgendwie alles zusammengestürzt und so. Ui, ui, ui. Aua. Hä, hey, das Mysterium Xaxis habe ich schon. Wie bitte? Was ist denn los? Was ist los mit mir? Was ist los? Tatsache, ich habe das Mysterium Xaxis. Okay. Hier ging es doch gar nicht lang. Puh. Ich will euch den Weg ersparen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschö.
Okay, da bin ich wieder. Wir sind fast draußen. Also hätte ich mir den Weg mit dem Mysteriumsachs nochmal schön sparen können, aber nein, ich bin ja blöd und dumm und so. Ich mach's auch sowas nicht. Ich bin mit dem geheimnisvollen Xaxis entkommen. Nun muss ich das Buch Martin in den Wolkenherrscher-Tempel überbringen. Das war eine schwere Geburt, alter Schwede. Das war schwer. Oh, guck mal, ein Stein. Ein Steinche. Ein Steinche. Leck. Leck, leck, leck. Boah, leck. Okay, auf den Boden gucken. Oder in den Himmel. Drachenstein. Das Schicksal des Helden offenbart sich, wenn der Ruhm des Helden gewachsen ist. Ah ja, okay. Interessant, okay. Okay. Verstehe. Ich gehe mich mal ertrinken. Tschö. Na, warten wir mal. Okay. Dann wollen wir zurück zum Wolkenherrscher. Tempel. Tempel. Auf geht's. Schön. Mach zu, mach zu. Schlacht. Hey Geoffrey, wie geht's? Ihr solltet mit Martin reden. Er wird das Mysterium Xaxis sofort sehen wollen. Nö, darf er nicht. Und habt ihr das Amulett nicht vertont? Nein, Manka Kamoran ist damit geflohen. Bitte sagt, dass ihr gute Nachrichten habt. Was? Vielleicht, ich habe das Mysterium Xaxis. Hä? Ah gut, ihr solltet damit sofort zu Martin gehen. Es ist vermutlich eine große Nachricht. Du wiederholst dich, Geoffrey. Du bist nun ein alter Mann, ich weiß, aber sprechen kann man wohl auch noch. Immer. So, mit dem Denken ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber trotzdem. Hey Martin. Ah, ihr seid zurück. Ich sagte Geoffrey, er solle sich keine Sorgen machen. Ich kann sehen, dass ihr schlechte Neuigkeiten habt. Ihr konntet das Amulett nicht beschaffen, oder? Nein, ich habe aber das Mysterium bei gesagt. Bei den Neuen. Schon der Umgang mit etwas derartigem ist gefährlich. Scheiße, ne? Vergebt mir. Ihr hattet recht, es hierher zu bringen. Aber ihr solltet es mir besser geben. Ich kenne einige Wege, um mich vor seiner bösen Macht zu schützen. Könnte Xaxis uns nach Kamo anleiten? Ich habe jetzt... Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich vermute, dass das Geheimnis zur Öffnung eines Portals zu Kamorans Paradies in diesen Seiten verborgen liegt. Aber ich benötige Zeit. Das Herumhantieren mit dunklen Geheimnissen, selbst schon deren Lektüre, kann sehr gefährlich sein. Ich muss mit Vorsicht fortfahren. Währenddessen solltet ihr mit Geoffrey sprechen. Berichte über Spione in Bruma bereiteten ihm Sorgen. Okay, die Dramagie, Mr. Xaxis, Oblivion Tor. Mir ist jetzt klar, dass sich die Invasion aus Oblivion einzig und allein durch das Wiederentfachen der Drachenfeuer abwenden lässt. Kaiser, Amulett und Drachenfeuer. Mit diesen göttlichen Gaben wurden die Dedra aus Oblivion jahrtausende lang in Schach gehalten. Solange die Drachenfeuer brannten, wurden die Dedra durch die göttlichen Barrieren daran gehindert, unserer Welt mehr als nur flüchtige Besucher abzustatten. Doch die Drachenfeuer können nur von einem Nachkommen septimischen Blutes wiederentfacht werden, der das Amulett der Könige trägt. Darauf beruhten die finsteren Pläne von Mankar Kamoran. Sein Vorhaben wurde lediglich durch puren Zufall zunichte gemacht. Doch sein letztendlicher Sieg ist gefährlich nahe gerückt. Wir müssen das Amulett der Könige zurückholen und die Drachenfeuer wieder entfachen, bevor es zu spät ist, um der Invasion von Dagon Einhalt zu gebieten. Klar, dann mache ich alles mit links, ne? Die Dramagie. Als ich zum Priester wurde, schwor ich den dunklen Künsten ab. Aber darin kann man auch den Weg des Schicksals sehen. Die Götter können alles zum Guten wenden. Solch fromme Worte sprach ich zu denen, die mich um Rat aufsuchten. Vielleicht werde ich dies eines Tages auch selbst glauben können. Ja, schwer. Dieses finstere Buch wurde von Merunes Dagon selbst geschrieben und von ihm an Mankar Kamoran weitergegeben. Ich glaube, Mankar Kamoran hat es benutzt, um sein Paradies zu erschaffen. Dies sollte es uns ermöglichen, selbst ein Tor dorthin zu öffnen. Ich werde es weiter studieren. Och, er zieht sich in seine eigene Welt zurück. Aber... Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen zumindest einen Teil des Mysteriums Xaxis übersetzt haben werde.
Sprecht in der Zwischenzeit mit Joffrey über diese Spione. Dein Ärmel ragt durch das Buch. Eine kleine Aufnahme, ich bin gleich so weit wieder zurück. F5 und Aufnahme weg. Boop.